Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DS sind. Also es ist mittlerweile Episode 14. Ich tue mal so, als hätte ich nicht gerade geschaut, aber ich, ja, habe geschaut. Es ist Episode 14. Ich hoffe, euch geht's gut, eurem Umfeld geht's gut, eurer Familie, euren Freunden, euch selbst, hoffentlich auch. Und ihr macht das Beste aus der jeweiligen Situation. Ihr trainiert so produktiv wie möglich. Und auch wenn man das aktuell überall hört, es ist nun mal die einzig valide Option, wenn man nach Progress strebt, und ich denke, das tun alle von uns. Deswegen, ja, macht das Beste raus. Und es ist ein Lichtblick, dass es aktuell ja durchaus bergauf geht. Ich bin ein bisschen brain foggy, muss ich zugeben. Ich hoffe, ich kriege die Episode einigermaßen produktiv und mit guter Ausdrucksweise durch. Denn das ist vorhin passiert. Ja, das war eben mein fünfter Satz. My Raps bei diesen High Bar Rucksack, Bandit, Post, Hybrid, Squats. Und ich habe eben vorher zwei Raps mehr gemacht als letzte Woche. Und es ist halt alles null. Und also alles Failure eigentlich oder eben null Raps in Reserve. Und ich habe dann im letzten Satz die letzte Rap gefailt. Also im Endeffekt habe ich zwei mehr gemacht und eine wieder verloren. Also eine mehr gemacht als letzte Woche. Was aber vollkommen okay ist. Aber ja, die Einheit heute war auf jeden Fall ziemlich knackig. Ich merke auch so langsam aber sicher, dass ich ziemlich, ziemlich müde werde. Also einfach fatigued overall von Training bisher. Bin jetzt mit Woche 4 von 5 vor dem Deload fast durch. Ich habe noch die PM-Einheit heute, also gleich dann. Und ja, Training ist so langsam richtig, richtig hart, auch zu Hause. Und ja, dazu gleich mehr, denn ich möchte heute, bevor ich auf meinen eigenen Prozess eingehe, über die Wettkampfsaison im Herbst sprechen und anbei eben auch meine Athleten zeigen und wie lange derjenige bisher diätet hat und wie viel Gewicht derjenige bisher verloren hat, einfach um mal zu zeigen, wie unterschiedlich auch ein Prep-Setup sein kann und dass halt jeder von denen eigentlich bisher unterschiedlich lange diätet hat, unterschiedliche Rate of Losses gefahren ist. Und klar gibt es grobe Averages oder allgemeine Empfehlungen, die sich auf die Allgemeinheit oder die man der Allgemeinheit erstmal empfehlen kann. Aber wie das dann in der individuellen Situation aussieht, ist dann doch meist ziemlich unterschiedlich. Deswegen, ich werde die jetzt hier irgendwo gleich hier oder hier einblenden und dabei eben über die Saison im Herbst sprechen. Denn ja, das ist durchaus ein Thema, was mich ziemlich, ziemlich viel beschäftigt aktuell. Und aktuell kann halt einfach niemand sagen, ob die Herbstsaison stattfindet. Die Regierung hat jetzt eben bekannt gegeben vor einigen Wochen, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Jetzt ist natürlich die Frage, gehört dann Natural Bodybuilding Contest dazu? Soweit ich weiß, ist es nämlich unter 1000 Personen. Und ja, die meisten Natural Bodybuilding Wettkämpfe kommen wahrscheinlich unter diese 1000 Personen. Bei der GMF bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da so über den Tag hinweg schon 1000 Personen oder mehr am Start sind. Aber ja, ich denke, dass ja, das ist halt eine Sache, die man bedenken muss. Zum anderen muss man eben jetzt schauen, was passiert mit in Deutschland. Wie verändert sich die Situation? Was machen die Fallzahlen? Sind diese positiv? Sind diese negativ? Und was gibt die Regierung eben auch bekannt in Bezug auf die weiteren Maßnahmen oder potenziell auch Lockerungen? Und der dritte Punkt, den man eben beachten muss, ist, dass man die Verbände ganz genau beobachtet und schaut, was macht die GmbF, was macht die WMBF in Germany, was macht die ANBF potenziell, wenn, also ja, eigentlich alle meine Athleten wollen auch bei der ANBF starten, abgesehen vielleicht von den Briten. In dem Fall dann, was macht die BNBF, was macht die UKDFBA, und das sind eben die drei Sachen, die man aktuell kontrollieren kann. Alles andere kann man irgendwo eben nicht kontrollieren, weil wenn die Regierung eben sagt, hey, bis Ende des Jahres sind keine Veranstaltungen zugelassen, dann
kannst du dagegen nicht viel machen. Status quo ist aber jetzt aktuell, jeder dieser sechs Leute, die ihr gleich sehen werdet, hat sich dazu entschieden, weiter zu preppen. Und ich habe mit jedem dieser Athleten eben gesprochen. Mit allen habe ich telefoniert. Und ich bin eben durchgegangen, dass zum einen war mir eben wichtig, dass jeder nochmal ganz genau Bescheid weiß, was für Gesundheit. Also das war eh jedem schon klar vom Vorhinein. Ich habe das auch mit jedem besprochen. Aber jetzt nochmal eben spezifisch auf diese Situation, dass eine PrEP eben gesundheitliche Folgen mit sich trägt oder sich negativ auf deine Gesundheit auswirkt und eben auch auf dein Immunsystem. Das wussten alle, aber ich wollte halt nochmal jedem klar machen, was das eben jetzt in der aktuellen Zeit bedeuten kann oder könnte. Dass jedem klar war, dass egal, für was sie sich entscheiden, dass ich da zu 100% hinterstehe. Das ist einfach meine Pflicht als Coach, weil ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand weiter preppen möchte. Ich kann aber auch absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, ist mir alles zu brenzlig, die Stage ist immer da, nächstes Jahr ist vielleicht besser oder übernächstes Jahr oder mir ist das gesundheitliche Risiko nicht wert, kann ich ebenso 100% nachvollziehen. Von daher war das mir eben auch noch wichtig. Und die Option, dass jemand weiter preppen möchte, besteht eben auch nur, wenn derjenige genug Equipment und oder beziehungsweise oder ein Gym zur Verfügung hat. Und ja, das ist halt jetzt eben bei diesen sechs Leuten der Fall gewesen. Alle wollten weitermachen, also nicht alle. Ein Athlet hat sich entschieden, nicht dieses Jahr sich vorzubereiten, und das finde ich auch absolut okay. Und ja, stehe da auf jeden Fall hinter der Entscheidung. Nichtsdestotrotz haben diese sechs Athleten sich entschieden, weiterzumachen. Und auch wenn es aktuell noch ungewiss ist, ob die Herbstsaison stattfindet, arbeitet jeder so hart an der jeweiligen Situation, als würde, oder jeder steckt die Arbeit rein, als würde es eine Herbstsaison geben. Klar hat man Ungewissheit, klar kann ich es keinem versprechen, keiner kann es voraussagen, aber jeder dieser Athleten ist sich eben im Klaren, dass das nicht bedeutet, dass man irgendwie die Prep nicht zu 100% All-In durchzieht, weil dann macht es eben keinen Sinn. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool. Alle arbeiten sehr, sehr hart an sich. Ich habe ziemlich viele Posing-Sessions aktuell, Check-ins werden länger, aber im Endeffekt ist das genau das, was ich Mitte letzten Jahres entschieden habe, dass ich eben vermehrt oder langfristig nur noch mit Wettkampfathleten zusammenarbeiten möchte. Und ja, mir macht es eben extrem viel Spaß. Ich gehe da aktuell auf jeden Fall auch als Coach, denke ich, nochmal ein gutes Stück drin auf. Ich probiere auch aktuell in jeglicher Hinsicht die Qualität des Services noch weiter anzuheben. Und was machen wir, wenn keine Saison stattfindet? Ganz grob ist jetzt aktuell der Plan, Anfang Juli nochmal die Situation genau zu evaluieren, Fallzahlen zu gucken, schauen, was hat die Regierung bis dahin gesagt, haben die Verbände bis dahin Informationen rausgegeben, und dann entscheiden, machen wir weiter oder hören wir auf. Und im Zweifelsfall oder für den Fall, dass eben keine Saison stattfindet, sind all diese Individuen eben in einer ziemlich, ziemlich guten Situation, in einer ziemlich guten Ausgangslage. Bei 12 Wochen out fühlt man die Prep definitiv. Also das ist nun mal der Regelfall. Man ist dort auch schon relativ lean, nicht shredded, nicht stage lean, aber schon in ziemlich guter Form, wenn man eben alles richtig gemacht hat und wenn man eben im Zeitplan ist, was bisher jeder ist. Und dann gehen wir eben in die Improvement Season und peilen dann potenziell entweder 2021 oder 2022 an, je nachdem, wann derjenige sich dann entscheidet, wieder sich vorzubereiten. Manche können 2021 nicht preppen, und deswegen haben sich jetzt vor der ganzen Pandemie teilweise die Athleten auch entschieden, zwei, glaube ich, aus dem Kopf, dass sie eben 2020 preppen und nicht 2021, weil 2021 eben nicht ging und dann erst wieder 2022 potenziell gehen würde, und dann war das halt einfach zu viel Zeit, die vergangen wäre, und der Gedankengang eben zu preppen war zu stark, und ja, dann hat derjenige sich eben entschieden, für 2020 zu preppen. Das wäre jetzt natürlich nicht so cool, weil dann wird es im Endeffekt doch 2022, aber es ist dann nun mal das, womit wir arbeiten müssen. Und also für den Fall, dass nichts stattfindet, hat jeder dieser Leute eine fantastische Ausgangslage, und
für die Improvement Season. Klar wird man da eine Weile noch die Diät spüren. Also 10 bis 12 Wochen out ist man ziemlich sicher schon diätadaptiert irgendwo. Aber es ist halt nicht das gleiche, wie als wenn du jetzt bis zum Schluss diätest und dann halt sagst, okay, jetzt hören wir auf, und dann brauchst du erstmal noch die Hälfte der Zeit, meinetwegen durchschnittlich, die du gepreppt hast, um erstmal überhaupt wieder zu recovern. Das will ich auf jeden Fall vermeiden, für den Fall, dass keine Saison stattfindet. Aber ja, aktuell sehen wir dem Ganzen sehr, sehr positiv entgegen. Und ja, wie auch vorhin gesagt, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Von daher, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden bisher mit jedem. Alle liegen im Zeitplan, alle sehen gut aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn eine Saison stattfindet, dann wird sie definitiv geil. Zu mir. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Woche 4. Also Woche 4 ist fast vorbei. Ich habe noch einen Mikrozyklus vor mir. Es wird langsam richtig, richtig hart. Also ich merke einfach overall doch ziemlich die Ermüdung jetzt aktuell. Auch systemisch, aber vor allem eben auch lokal. Also ich spezialisiere oder priorisiere meinen Oberkörper, und ich merke schon dort ziemlich oft, dass ich quasi gerade so von Session zu Session recover, auch was DOMS angeht. Und systemisch sind die Lower-Einheiten schon gut hart, aber es ist halt eben vom Trainingsumfang jetzt nicht so hoch wie vielleicht noch vorher im Gym. Deswegen die ganzen Lifts, die eben viel systemische Ermüdung verursachen, sind jetzt aktuell eben nicht so werden nicht so häufig ausgeführt, und wenn sie ausgeführt werden, eben mit nicht so viel Trainingsumfang. Deswegen hält sich die systemische Ermüdung noch irgendwo in Grenzen, jetzt mal abgesehen von der Einheit vorhin. Also generell, die Lower-Einheiten sind schon ziemlich, ziemlich hart. Und ja, AMP bisher gefällt mir sehr, sehr gut, ist aber jetzt auch natürlich der Faktor, dass ich zu Hause trainiere, dass ich nicht ins Gym muss. Aber ja, bisher gefällt es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, und ich werde es auch, denke ich, für den Fall, dass die Gyms wieder öffnen, wann auch immer das jetzt eben sein mag, im Gym probieren umzusetzen und dann eben schauen, ob es mir auch im Gym taugt. Es ist ein bisschen was anderes. Manchmal hat man abends schon, muss man sich schon ein bisschen überwinden, noch zu trainieren. Dafür sind die Einheiten morgens kürzer, aber aktuell splittet es eben meine Struktur über den Tag hinweg ziemlich gut auf. Mir macht auf jeden Fall Training deutlich, deutlich mehr Spaß als noch vor der Maintenance Phase, obwohl ich dort im Gym trainiert habe. Ich habe es jetzt schon mehrere Mal angesprochen, diese super lange Zeit, wo ich eben trainiert habe und eigentlich nie eine Pause hatte. Und die Haltungsphase hat mental auf jeden Fall extrem, extrem gut getan. Und bisher macht Training definitiv ziemlich, ziemlich viel Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass wäre dieser ganze Lockdown jetzt nicht passiert und ich hätte das Ganze jetzt so im Gym umgesetzt, dass es nochmal um einiges krasser gewesen wäre. Weil, seien wir mal ehrlich, Training zu Hause, selbst wenn man Equipment hat, ist cool oder kann Spaß machen, aber ist es halt trotzdem kein Gym. Es sei denn jetzt natürlich, man heißt Jeff und kauft sich ein ganzes Gym für zu Hause, aber das haben eben die wenigsten gemacht. Und ja, ich denke eben, dass die Gym-Situation oder die ein Gym generell am meisten probieren zu emulieren, sprich alles möglichst gleich zu halten, Pre-Workout gleich zu halten, Post-Workout gleich zu halten, Abstände gleich zu halten, gleiche Musik zu hören, gleiche Klamotten zu tragen, die gleiche Mentalität einfach probieren reinzustecken, dass diejenigen auch den besten Progress haben und auch am meisten Enjoyment am Training zu Hause haben. Und bisher Fazit, AMPM cool, Training zu Hause auch irgendwie cool, aber muss ich auch nicht immer haben. Also ich bin auch definitiv sehr hyped drauf, wieder im Gym zu trainieren. Eben weil der Progress auch vorher ziemlich gut war. Es war halt einfach nur der Fakt, dass mein mentaler Zustand, was jetzt eben Training angeht, oder war einfach nicht mehr so on par nach, ich weiß nicht, 14 Monaten pushen oder so. Alles klar. Zur Session. Ich habe mir überlegt, dass ich die Pull-Session dieses Mal reinnehme. Das ist der erste Trainingstag. Und zwar fängt die AM-Einheit aktuell an mit Kurzhantelrudern, mit bilateralen Kurzhantelrudern. Also ja, im Endeffekt
langen Gerudern mit Kurzhanteln. Und es ist eben aktuell mein freies Rudermovement. Ich habe erst die Inverted Rows, nur Inverted Rows gemacht, aber aktuell mit dem relativ geringen Trainingsumfang im Unterkörper und dementsprechend auch Axiallast möchte ich da oder kann ich da auf jeden Fall eine freie Rudervariante reinnehmen. Und taugt mir auch ziemlich gut. Die Hanteln sind relativ groß, aber ich habe dort trotzdem eine ziemlich gute Line of Pull eigentlich. Und ja, ich schaue halt da einfach, dass ich, also das Ziel ist im Endeffekt, den ganzen Rücken zu treffen. Ich probiere jetzt nichts irgendwie zu isolieren oder so, sondern einfach möglichst viel Load, möglichst gut zu bewegen. Gut heißt jetzt nicht komplett strikt, komplett parallel zum Boden. Also ihr seht ja offensichtlich, dass ich schon etwas Body Language drin habe. Ich probiere diese aber, wenn dann eben nur aus der Hüfte zu generieren und nicht aus den und nicht mit den Knien nach vorne zu wippen, weil dann meistens die Knie entweder in der Konzentrik oder in der Exzentrik im Weg sind und man dann eben die Line of Pull, man muss halt dann eben um die Knie rumrudern und das ist einfach keine gute Ruderbewegung. Den Fehler habe ich damals einige Male gemacht oder eine Zeit lang definitiv gemacht. Dann probiere ich eben unten zu pausieren, also einen Dead Hang zu haben und aus dem Dead Hang dann kontrolliert zu ziehen. Ich probiere jetzt nicht super eng am Körper zu rudern, aber jetzt auch nicht super abgespreizt, also ja, vielleicht so 30, 45 Grad Winkel von Ellenbogen zu Oberkörper. Und ja, diese Woche übrigens alles, was ihr seht an Compounds, ist 2 Reps in Reserve. Alles, was ihr seht an Isolationsübungen, ist angepeilt 1 Rep in Reserve. Und dort ist es jetzt so bei den Kurzhantelrudern, dass ich einfach probiere, dass ich eine Performance am Anfang des Zyklus setze in einem bestimmten Rep and Reserve Bereich und dann halt einfach schaue, dass ich von Woche zu Woche entweder Load Jumps mache oder mehr Reps adde und da jetzt nicht übermäßig drüber nachdenke, was, also klar, die Form natürlich sollte sie irgendwo stabil bleiben, aber wenn man da mal ein bisschen mehr Rumpf dabei hat oder so, um vielleicht auch ein Plateau zu durchbrechen bei einer freien Ruderbewegung, ist es schon okay. Da habe ich meine Ansichten oder meine Methodiken definitiv etwas geändert über die letzten 1,5 Jahre eigentlich. Also ich habe auch die ganze Prep durch mit der SZ-Stange sehr, sehr ähnlich gerudert wie zu dem, was ihr jetzt hier mit dem Kurzhantel-Äquivalent seht. Und ja, das soweit zum Kurzhantelrudern. Danach gab es eben Inverted Rows. Ich mache die, den Stuhl seht ihr nicht, aber ich habe da einen Stuhl, meinen Schreibtisch, ja doch, ihr seht den. Ich habe da meinen Schreibtischstuhl sehen und erstehen und da lege ich eben meine Füße drauf, dass wenn ich ruder, dass ich eben ein bisschen Movement zulasse. Dadurch habe ich insgesamt eine bessere Line of Pull. Und es ist fast so ein bisschen ähnlich von dem Zug wie ein High Row. Natürlich nicht ganz gleich, aber es kommt dem auf jeden Fall näher als jegliche andere Rudervariante, die ich zu Hause aktuell machen kann. Gefällt mir auch ziemlich gut. Muss dazu sagen, dass die Rep Speed bei der letzten Wiederholung sieht vielleicht schneller aus als 2 Reps in Reserve. Nur merke ich halt da einfach, dass ich nicht mehr komplett in der Peak Contraction die ganze Range Motion hitte, die ich vorher gehittet habe. Und dann ist es für mich halt, also ich habe bei Rudervarianten schon mal, oder ich schaue, dass ich bei Rudervarianten schon, dass ich es halt nicht überanalysiere, sprich, dass ich vielleicht, wenn ich mal einen Zentimeter weniger ROM habe in den letzten 1-2 Wochen oder so, oder 2 Zentimeter, dass ich das nicht so eng sehe. Klar sollte man dann trotzdem schauen, dass es irgendwo gleich bleibt, aber ich sehe dann halt auch keinen Sinn, wenn ich schon merke, dass die Range Motion abnimmt, wenn ich sie nicht mehr ganz hitten kann, dann halt noch weiterzumachen, beziehungsweise zumindest jetzt nicht in dieser Woche mit angepeilten 2 Reps in Reserve. Die nächsten Wochen oder die nächste Woche wird das dann nochmal ein bisschen anders aussehen. Da ist die letzte Wiederholung dann vielleicht von der Range Motion auch nochmal ein Stück kürzer, aber dann habe ich eben noch näher am Muskelversagen trainiert, beziehungsweise am Muskelversagen über die größtmögliche Range Motion, die mir eben in dieser Auslastung noch möglich ist. Denn im Endeffekt könnte ich wahrscheinlich den untersten Punkt der Range Motion oder die erste Hälfte könnte ich wahrscheinlich nochmal 10 Partials ranhängen oder so, aber ja, das ist nicht Sinn der Sache. Und ja, ich habe da relativ abgespreizte Ellbogen, also ich probiere da eigentlich primär meine,
Rücken meine Traps zu hitten, meine Lower Traps, meine Mid Traps, meine Rhomboids, meine hintere Schulter auch irgendwo und weniger jetzt meine Lats. Und ja, spüre ich auch dort ziemlich, ziemlich gut. Ist eine geile Übung. Und ja, dritte Pullübung an dem Tag ist oder war ein, ist eben der einzige vertikale Pull. Sind Klimmzüge im Untergriff. Ich bin mit der Technik nicht 100% zufrieden. Ein bisschen mehr Range Motion wäre wahrscheinlich gut. Ich komme zwar schon ziemlich weit hinten rein. Also, wenn ihr mal schaut, wenn ihr zieht, ihr müsst nicht mit dem Ellbogen hinter den Körper kommen, um euren Latissimus ganz zu kontrahieren. Also bei mir ist es irgendwo hier der Punkt. Also ihr seht, mein Ellbogen ist hier und hier ist meine Midline. Ich muss nicht komplett über die Midline hinausziehen, um meinen Lat ganz zu kontrahieren. Ich komme da auch schon ziemlich gut rein. Ich spüre es auch ziemlich gut im Lat. Aber ja, meine Schulterblattkontrolle ist bei manchen Reps nicht 100% on point. Das liegt aber auch einfach an dem Fakt, dass ich jetzt mittlerweile ja so schwer war wie noch nie in meinem ganzen Leben und es eben die dritte Zugbewegung ist. Und ja, ein Klimmzug mit Körpergewicht ist halt jetzt aktuell für mich relativ schwer. Und ich habe eben keinen Latzug zur Verfügung, deswegen ist das nun mal aktuell, ja, war das nun mal die Entscheidung, die ich im Programming getroffen habe, das da so zu programmen. Die zwei anderen Pull-Sessions, die ich habe, die zwei anderen Pull-Sessions, die ich habe, sind keine reinen Pull-Sessions, aber ich habe halt Zugvolumen dort drin, fangen beide jeweils mit Klimmzügen im Obergriff an, weil die ja tendenziell noch etwas schwerer sind als die im Untergriff, weil man weniger unter anderem weniger Beteiligung vom Armbeuger hat. Und da bin ich aber jeweils fresh. Das heißt, ich kann da meine 10, 12 Wiederholungen, je nachdem, welche Session man betrachtet, kann ich da easy machen im ersten Set. Warum sind die unterschiedlich? Weil ich an dem einen Tag Oberkörper trainiere und da vorher schon Druckvolumen habe und das schon ein bisschen auch merke dann, wenn ich den Klimmzug erst als dritte Übung mache, zwar fresh vom Rücken her, aber halt nicht komplett fresh, was die Session angeht. Und das andere Mal ist eben PM nach der ersten Low-Einheit und da ist der Klimmzug im Obergriff die allererste Übung und da habe ich dann auch einfach die beste Performance, was ja auch irgendwo logisch ist. Klimmzug im Untergriff, schaut da, dass ihr eine gute Griffweite findet, wenn ihr den machen müsst. Ich würde am liebsten die im neutralen Griff machen, aber das geht eben an der Klimmzugstange nicht. Wenn ihr da irgendwelche Tipps oder so habt, dann lasst sie mich ruhig mal wissen, aber ja, ich habe da ein bisschen rumprobiert und keine wirklich gute Lösung gefunden. Und ja, das war die AM-Session. Ich habe jeweils gemacht, ich habe 3 Sätze kurz an den Rudern gemacht, 2 Sätze Inverted Rows und 3 Sätze Klimmzüge im Untergriff. Und die PM-Session hat dann begonnen in der PM-Session habe ich an dem jeweiligen Tag eben trainiert, meine Rear Delts, meine Side Delts und meinen Bizeps. Also ja, so wie in einer Standard-Pull-Session halt. Angefangen mit den Bent-Over Lateral Raises. Ich muss sagen, die Range Motion sieht hier ziemlich scheiße aus. Spüre sie aber ziemlich gut. Also wenn ihr mal genau schaut, ich habe meine Schulterblätter halt eben in der protrahierten Position und ich habe auch ziemlich gute Kontrolle darüber, also ich bewege die nicht, ich retrahiere die nicht. Ich erzeuge eigentlich wirklich nur horizontale Schulterabduktion, eben die Funktion der hinteren Schulter oder eine der Funktionen und spüre die auch ziemlich gut, auch wenn die Range Motion nicht besonders groß aussieht. Ein bisschen ist es auch der Winkel, aber es ist auch einfach so, dass der dadurch, dass meine Arme auch minimal angewinkelt sind, dass die Hantel nicht komplett über die Midline oder bis zur Midline kommt, sondern eben dem Fakt, dass meine Schultern eh schon etwas vorne sind und ich meinen Arm auch etwas angewinkelt habe, ziehe ich eben bis hier, meine hintere Schulter ist hier komplett kontrahiert, die Hantel ist aber noch weit von der Midline des Körpers entfernt. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, ich denke aber schon. Und ja, meine Muscle Connection ist da ziemlich gut. Und ja, man kann sie theoretisch auch mit Schulterblattbewegung machen, dass man quasi so einen kompletten, dass man halt Schulterprotraktion und Retraktion drin hat und eben horizontale Schulterabduktion erzeugt, aber dann nimmt man eben seine Traps vermehrt mit rein. Wenn man sehr, sehr schlechte Schulterblattkontrolle hat, dann sollte man es vielleicht lernen. Aber für den Fall, dass es wirklich gar nicht möglich ist für euch aktuell, dann macht es ruhig mit Schulterblattbewegungen drin. Ihr könnt dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Load bewegen. Aber
Ja, macht es dann halt kontinuierlich so, weil wenn ihr dann die Übung überladet und dort Progress macht im Laufe der Zeit, dann wachsen zwar auch eure Traps, aber eben in der Regel auch eure Rear Delts, weil wenn ihr euren Arm abduziert auf der Höhe, dann muss eure hintere Schulter arbeiten, auch wenn ihr Schulterblattbewegungen mit im Movement drin habt. Danach gab es Seitheben im Sitzen mit, ich habe die Rep Ranges gar nicht gesagt, ich habe die Bendover Kurzhantel Rudern habe ich mit 6 bis 10 Reps gemacht, die Inverted Rows mit 8 bis 12 und den Klimmzug eigentlich mit 8 bis 12, aber ja, es sind halt auch eher 6 bis 10, weil ich einfach zu schwer bin. Ja, wer weiß, vielleicht komme ich da, sollte ich noch einen ganzen Zyklus gezwungen sein, zu Hause zu absolvieren. Das ist ja jetzt aktuell noch nicht ganz klar. Vielleicht komme ich noch auf 12 im Untergriff als dritte Übung, aber ja, we will see. Ich werde ja auch schwerer dabei, also so ganz positiv bin ich da nicht. Und ich schaue auch vor allem, dass ich jetzt, also ich würde jetzt im nächsten Zyklus auch erstmal schauen, dass ich die Reps noch ein bisschen verbessere, bevor ich da jetzt probiere, noch mehr Reps dran zu adden, wenn die Technik eben nicht wirklich so ist, wie ich sie eigentlich haben wollen würde. Danach gab es seitdem im Sitzen. Und im Endeffekt, wenn die Technik besser wird und ich die gleichen Reps hitze, dann ist es ja trotzdem Progress. Seitdem im Sitzen, ich mache da keine Pause, also ich probiere die wirklich durchzuballern. Probiere einfach nur meine Ellbogen von mir wegzubringen und spüre da meine Side Delts extrem gut. Sehr, sehr geile Übung auch zu Hause. Ich habe die vorher im Gym auch schon gemacht und da ist der Rep in Reserve Cutoff bei mir so ein bisschen so. Ich schaue, dass ich am Anfang des Zyklus irgendwo zwischen 2 und 3 Reps in Reserve lande. Auch wenn es extrem schwer einzuschätzen ist, gerade bei Isolationsübungen, gerade bei in höheren Wiederholungsbereichen. Und dann schaue ich einfach, dass ich von Woche zu Woche mehr Reps adde, immer. Und wenn da mal eine Rep dabei ist, die ein bisschen weniger Range Motion hat am Ende oder so, dann mache ich da im Zweifelsfall auch tendenziell eher zu viel als zu wenig. Gerade bei Isolationsübungen, gerade in höheren Wiederholungsbereichen ist da auch der Trade-off eigentlich ziemlich gut. So habe ich auch die ganze Prep über intuitiv trainiert, was meine Isolationsübungen angeht. Also ich habe am Anfang des Zyklus einfach eine Performance gesetzt und habe die dann über den Zyklus hinweg von Woche zu Woche übertroffen. Und das geht sich auch ziemlich, ziemlich gut auf. Also ihr werdet auch bei den Curls sehen, das ist halt alles angepeilte eine Rep in Reserve. Und ich werde halt nächste Woche da safe noch mehr Reps machen können. Also pro Set meinetwegen eine Rep mehr machen können, aber die wird dann halt todesgrindy. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier bei den Curls seht, die letzte Wiederholung ist schon ziemlich langsam, kann ich da noch eine machen? Ja, wird die todesgrindy? Ja, aber das ist ja auch der Sinn, wenn eben ja nur Reps und Reserve angepeilt sind. Und bei den Curls im Stehen schaue ich eben, dass die Handposition oben an der Hantel ist, einfach weil der Hebel dann auf der Supination größer ist. Also ihr dreht das Handgelenk ja nach oben hinein und gut, ich habe jetzt nichts hier in der Nähe. Wenn ihr die Hantel eben weiter oben greift, dann ist der Hebel hier einfach, drückt mehr gegen die Supination und ihr müsst eben diesen Widerstand überkommen und macht die Supination, die zweite Funktion des Bizeps, die ihr eben mit der Körperrante trainieren wollt, schwerer und deswegen greife ich etwas höher. Und danach gab es noch bilaterale Kurzhantel-Curls im Sitzen mit einem supinierten Handgelenk und ja, das ist halt einfach nur mehr Volumen akkumulieren für den Arm und ich mache da auch mehr Reps als in der ersten Körperrente. In der ersten Körperrente habe ich gemacht 3 Sätze a 8 bis 12 und in der zweiten habe ich 2 Sätze mit 15 bis 20 gemacht und 3 Sätze vorgebeugtes Seitheben, 4 Sätze sitzendes Seitheben und ja, das war die Session soweit. Macht mir ziemlich viel Spaß. Und ist bisher auch sehr, sehr produktiv. Also Pull-Session, gerade das Kurzhantelrudern, macht mir jetzt wirklich viel, viel Spaß. Ich ruder gerne frei. Ich hatte auch schon lange, lange, lange überlegt, wieder das Langhantelrudern reinzunehmen. Ist halt jetzt aktuell keine Option, aber werde ich definitiv drüber nachdenken, wenn ich wieder im Gym bin. Und ja, das war die Pull-Session soweit. Kommen wir zur Physik. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild hoch in meine Story gepackt von der Side Chest. Das war eben im Training nach ein paar Sätzen Curls und Delts.
Viel mehr werde ich jetzt vermutlich in der näheren Zeit auch nicht zeigen. Ich bin, wie gesagt, so schwer wie noch nie. Und ja, meine Off-Season-Physik ist halt einfach ja, sehr unbarmherzig, sagen wir es mal so. Und ja, ich will da einfach aktuell den Progress meiner Athleten sprechen lassen. Und zeige mich wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Und werde dann einfach das Resultat meines Progress sprechen lassen, wenn ich wieder ein bisschen leaner bin. Also die ganz grobe Planung, kann ich jetzt mal kurz durchgehen, ist, dass ich jetzt noch nach diesem Meso ein bis zwei Mesos weiter aufbaue. Stimmt gar nicht, zwei bis drei Mesos weiter aufbaue. Dann Minicut. Den Minicut aber wirklich eher konservativ fahren, also vielleicht 5 Wochen mit 1 bis 1,25% Gewichtsverlust. Einfach nur, um den Aufbau noch zu verlängern. Dann nochmal 2 bis 3 Mesos aufbauen und dann etwas länger cutten, dass ich dann eben wieder so auf 76, 77 Kilogramm komme nach dieser Zeit und im besten Fall die Form habe, die ich in der Prep mit 72 bis 73 Kilogramm habe. Also, dass ich dann zwischen 3 bis 5 Kilo schwerer bin bei gleicher Form. Das war auch vor der Prep für mich eine realistische Rate am Progress. Vielleicht wird es dieses Mal ein bisschen weniger, einfach weil ich auch mein, ja, je weiter man kommt, desto langsamer wird der Progress in der Regel. Aber ich will mir da mental keine Limitation setzen. Von daher, das ist grob das, was angepeilt ist. Und das wären dann eben, ich habe es vorhin alles ausgerechnet, das wären dann eben 41 bis 47 Wochen, je nachdem wie viele Mesos ich jetzt noch bis zum Minicut fahre und wie viele Mesos ich danach noch fahre, bevor ich länger cutte. Ich sehe den Minicut auch, by the way, mehr als Potenzierung für den Aufbau, eigentlich als Teil der Aufbauphase und weniger als Unterbrechung und Diät. Klar ist es eine Unterbrechung, klar ist es eine Diät, aber es ist sehr, sehr kurz, es ist sehr, sehr wenig destruktiv, also ich kann danach straight wieder in den Aufbau gehen und so wie ich mich aktuell fühle vom Hunger- und Appetitgefühl, wird das auch super, super easy. Also das werde ich wahrscheinlich gar nicht merken. Das war beim letzten Mal das halbe Jahr vor Prep-Beginn auch so. Und ich habe dann eben 41 bis 47 Wochen Aufbau plus 4 Wochen Maintenance vor dem längeren Cut. Und ja, danach werde ich halt weiter aufbauen. Also Improvement Season auf straight on bis zur nächsten Prep und halt alles, was dazugehört, also in dem Fall halt in der langfristigen Planung bei mir Erhaltungsphase und Minicuts und potenziell dann auch irgendwann vielleicht nochmal ein längerer Cut, aber ich lasse den jetzt erstmal kommen und dann hängt es auch davon ab, wann ich wieder starte, weil je nachdem, was jetzt dieses Jahr passiert, preppen ziemlich viele Leute noch zusätzlich in 2021. Ich habe in 2021 schon Athleten, 2022 war eh nicht auf dem Plan, aber einige werden auch erst 2022 preppen. Ich habe für 2022 auch, also für den Fall, dass jetzt dieses Jahr nicht stattfindet, ich habe 2022 auch noch andere Athleten. Und wenn dann 2022 über 5 Personen preppen wollen mit mir, dann werde ich wahrscheinlich nicht selbst 2022 preppen, sondern eher 2023, 2024 in Ausschau halten, je nachdem, was auch dann da in meinem Coaching geht und wie meine ganze Lebenssituation ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall der grobe Plan. Und bis ich dann den längeren Cut anpeile, war ich grob ein Jahr im Aufbau, also zwischen 11,5 und 13 Monate Post-Prep war das dann für den längeren Cut. Und im besten Fall habe ich so 3 bis 4 Kilogramm Muskelmasse dann draufgepackt. Denn die Form mit 72 und bis 73 Kilogramm, das war ja bei mir in der Prep so kurz nach der Erhaltungsphase, war halt echt ziemlich, ziemlich gut. Also ich war damit damals echt zufrieden und war halt super erträglich. Also ich hätte da aufhören können zu diäten und das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens mit minimalem Aufwand erhalten können, wenn ich gewollt hätte. Also ich denke, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Cut-off für einen unteren Punkt meiner Settling Range meines Körperfetts ist. Und ich bin zum Beispiel aktuell auch 2 Kilo grob über meinem Pre-Prep-Gewicht. Mein Hunger- und Appetitgefühl ist aber noch ein gutes Stück davon entfernt. Ich merke schon, dass ich vermehrt weniger Hunger habe, weniger Appetit. Ich trinke auch aktuell wieder Shakes post-Workout, sowohl aus Effizienzgründen, weil ich dann halt einfach nicht irgendwie eine ganze Packung Maiswaffel in Quark dippe und dann da 20, 25 Minuten sitze und das esse, weil ich auch relativ langsam esse. Vielleicht sollte ich einfach schneller essen. Aber ja, mittlerweile, die letzten
10 Tage oder so habe ich vermehrt Post-Workout einfach einen Shake getrunken. Meistens aus Whey, Milch, Haferflocken ein bisschen und Obst. Und dazu mir noch irgendwie 100 Gramm Weingummis oder so reingehauen. Also verschiedene unterschiedliche Carb-Quellen zugeführt und halt hochwertiges, schnell verdauliches Protein. Und relativ low-fat. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, ich merke halt, dass ich jetzt nach der langen, langen Prep, so was die Mentalität zum Essen angeht, zwar schon wieder auf dem Weg dahin bin, wo ich vor der Prep war, aber eben noch nicht da bin, wo ich vor der Prep war, obwohl ich jetzt 2 Kilo mehr wiege, was auch ein bisschen darauf schließen lässt, dass es vermutlich jetzt aktuell ein bisschen weniger Körperfett ist als vor der Prep, und mehr Muskulatur. Und weil vor der Prep war es ja wirklich so, ich wollte nicht essen. Also hätte ich nicht essen müssen, hätte ich wahrscheinlich nicht tagelang, aber hätte ich vermutlich easy den ganzen Tag nichts essen können. Also es war wirklich an dem Punkt, wo ich probiert habe, Eis zu essen, also einen Pint Häagen-Dazs oder sowas hatte, und ich habe den, ein Drittel konnte ich essen, und dann konnte ich mir das nicht mehr, also ich hätte mir das auch irgendwie nicht mehr reinwirken können. Es war wirklich der Punkt, wo ich übelste Struggles hatte zu essen. Also ich weiß noch, ich kann mich damals erinnern, ich habe manchmal gerade noch vor der Prep, kurz vor der Prep, wo ich hier eingezogen bin, wo ich teilweise den ganzen Tag in der Wohnung gearbeitet habe, also meine Arbeit erledigt habe, den ganzen restlichen Tag in der Wohnung gearbeitet habe und dann irgendwie um 23, 24 Uhr gemerkt habe, so fuck my life, ich muss noch 2500 Kalorien essen, und dann halt einfach zu dem Türken meiner Wahl, der bis 4 Uhr morgens auf hat oder so, gefahren bin und mir dann halt einfach wirklich einen Lamajun bestellt habe, einen Hähnchenspießteller und irgendwie noch Pommes dazu, und dann da wirklich 1,5 Stunden saß so und das einfach gegessen habe. Und das Häagen-Dazs habe ich dann da schmelzen lassen und getrunken. Also es war wirklich sehr, 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 sehr extrem schon, was das Essen angeht. Also Essen war da wirklich harte, harte Arbeit. Und da will ich jetzt auch wieder hinkommen, längerfristig. Aber ich merke halt jetzt gerade, ist mein höherer oder mein oberer Punkt der Settling Range vom Körperfett wahrscheinlich ein bisschen höher durch die lange Prep. Und ich werde jetzt auch nicht, ich will halt jetzt nicht schon wieder cutten, aber ich will halt jetzt nicht schon wieder cutten, deswegen noch weiter aufbauen. Nicht so sehr auf die Form schauen und einfach schauen, dass die Performance immer und immer und immer weiter ansteigt, dass ich muskulöser werde und dann halt in naher Zukunft den Cut-off mache, Mini-Cutte, dann nochmal einen gewissen Zeitraum aufbaue, noch mehr Gains mache und dann eben die etwas längere Diät mache, was jetzt auch nicht super lang ist, aber werde ich halt 8 Wochen diäten und 10 Wochen dauert das total, also es sind 2 Zyklen, nicht nur ein Mini-Cut-Zyklus, sind im Endeffekt 2 Mini-Cut-Zyklen hintereinander, mit etwas Erhalt vorher und nachher. Und ja, das soweit zur Planung, das soweit zum aktuellen Stand. Ich werde weiter 1-2% im Monat zunehmen, irgendwo in der Range. Wenn es da landet, bin ich cool damit. Diesen Monat waren es 2,4%, also wieder ein bisschen drüber. Aber ja, ist jetzt nicht die Welt, und solange ich die nächsten paar Monate eben unter 2% bleibe, ist es schon cool. Also bin ich cool damit. Und ich werde dann eben auch nicht so schwer, dass ich wieder super, super lange muss zu diäten. Also ich weiß halt auch einfach, dass ich zum einen super effektiv diäten kann, ich absolut keine Probleme damit habe und ich halt super schnell mal eben 6, 7, 8 Kilogramm Körperfett verlieren kann, wenn ich wollen würde. Deswegen mache ich mir aktuell bezüglich der Form nicht so viel Gedanken. Klar wäre es cool, ein bisschen leaner rumzulaufen, als ich aktuell bin, aber ja, das gehört nun mal auch zum Prozess dazu, und im Endeffekt juckt es mich nur oder ist mir nur wichtig, wie ich das nächste Mal auf der Bühne aussehe und nicht, wie ich zwischendurch aussehe. Klar ist es mir irgendwo wichtig, aber das ist mir halt deutlich weniger wichtig als am Ende das Ergebnis auf der Bühne, und aktuell haben halt einfach andere Dinge Priorität. Mein Coaching, Gains machen, und ja, da ist halt einfach jetzt gerade eine Diät keine Option. Ansonsten, ja, war es das soweit, denke ich. Ich bin jede Woche mittlerweile einmal mit meiner Fam. Das würde ich auch jedem von euch ans Herzen legen, dass ihr wirklich probiert, da kontinuierlich. Also bei mir vor der Prep in der Prep am Ende war es wirklich so, dass ich meine Familie nicht so häufig gesehen habe, wie ich vielleicht wollte. Und seit dem Ende der Prep habe ich halt eben
mir vorgenommen und auch durchgezogen, dass ich mich einmal die Woche mit meinen Eltern treffe, am meistens am Sonntag. Und wir haben das bis jetzt auch immer durchgezogen. Ich habe auch ziemlich schnell danach der Prep meine Waage zu Hause gelassen und habe dann einfach bei meiner Mama mitgegessen und geschätzt oder bei meinen Eltern. Und das ist eine super Sache. Also verbringt Zeit mit eurer Familie. Tut mir persönlich sehr, sehr gut und ich denke, ja, ich denke jedem da draußen tut es gut, Zeit mit der Familie zu verbringen. Wenn es euch denn möglich ist. Und ja, das war's. Ich wünsche euch allen eine fantastische Zeit. Bleibt stark, macht das Beste draus und wir hören uns nächste Woche im Podcast mit Niklas wieder und in 2 Wochen in The Ascent. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Resttag und bleibt gesund. Macht's gut.